Hallo zusammen, da sind wir wieder zu einer neuen Episode der Basics-Reihe und dieses Mal wird's ernst bzw. praktisch. Ich habe euch mit ins Studio genommen und zeige euch nun die ersten Übungen, die ihr machen sollt. Bei der letzten Episode habt ihr einen Trainingsplan bekommen und damit wurde es schon ein Stückchen ernster, allerdings war es noch graue Theorie und jetzt zeige ich euch jede einzelne Übung dieses Trainingsplans, sowohl vom Push-Tag als auch vom Pull-Tag, in die wir das Ganze ja aufgeteilt haben. Das, was ich euch jetzt hier zeige, ist natürlich nicht erschöpfend. Das heißt, wie ihr das auch schon so kennt hier auf YouTube, eigentlich könnte man zu jeder einzelnen Übung ein oder sogar mehrere Videos machen. Über die korrekte Technik, wie sie sein sollte, wie man es grob ausführen sollte, was man zu beachten hat und so weiter. Und natürlich gibt es jenseits der spezifischen Übung auch eine ganze Menge Dinge zu beachten. Atemkontrolle und so weiter. Die Basics-Reihe kümmert sich darum, dass ihr aber vor allem schnell abgeholt werdet und immer das Wissen bekommt, das ihr zurzeit haben solltet. Das heißt, all das ganze andere wird noch folgen. Ein paar Quick-Tipps zur Ernährung, zu Supplements und so weiter. Ihr könnt jetzt aber schon mal starten. Ihr könnt schon mal eure Sachen packen, ins Studio gehen und nach dieser Anleitung grob trainieren. Und dann wird euer Wissen immer weiter fortgesetzt. So, wir wollen uns gar nicht lange wieder mit der Theorie aufhalten. Jetzt geht es los. Wir haben also den Push- und den Pull-Tag. Wir fangen jetzt mal an mit eurem Lieblingstag, hundertprozentig dem Push-Tag. Und hier geht es direkt los, etwa nicht mit dem schwierigsten und größten Muskel, nein, sondern der ist ja auch gleichzeitig der unbeliebteste. Wir fangen an mit der Brust. Das dürfte doch ganz in eurem Sinne sein, ist auch absolut okay. Und hier fangen wir an mit der ersten Übung, Bankdrücken. Das sehen wir in dem Trainingsplan, den ich vorher gezeigt habe. Und nur noch mal ganz kurz zur Info, nämlich die Infobox. Alles findet ihr in der Infobox da oben an zusätzlichen Videos, die schon mal irgendwo auf meinem Kanal oder dem anderen Kanal erschienen sind, zu den entsprechenden Übungen. Das heißt, sobald ich hier Seitheben oder Bankdrücken vorstelle und schon mal was dazu gesagt habe, findet ihr das da oben. Da findet ihr also eine ganze Reihe von Videos in dieser Liste. Schaut da einmal mal vorbei und dann könnt ihr das Ganze noch vertiefen. Hier, wie gesagt, nur ein kurzer Überblick. Schaut genau aufs Detail. Wir haben hier also zunächst Bankdrücken drin stehen. Und jetzt nur zur Ausführung, die Sätze und die Wiederholungen habt ihr ja bereits schon da stehen. Das heißt, ihr versucht euch von dem Gewicht so sehr daran zu gewöhnen, dass ihr diese Wiederholungszahl einhaltet. Einhalten heißt aber nicht etwa, dass ihr dann einfach aufhört, sondern das heißt, dass ihr nicht mehr machen könntet. Das heißt, ihr müsst euch vom Gewicht so einpendeln, dass ihr bei einer Wiederholungszahl von 6 Wiederholungen nur um die 6 schafft. Vielleicht schafft ihr nur 5, dann ist das absolut gut und beim nächsten Mal macht ihr sicherlich die 6. Oder ihr schafft 7 und dann könnt ihr beim nächsten Mal das Gewicht erhöhen und versucht damit die 6 zu machen. Und die letzte Wiederholung heißt wirklich die letzte Wiederholung. Das heißt, ohne dass euch jemand hilft, dass ihr einfach diese noch schafft und die nächste nicht mehr. Ihr versucht es, kommt nur noch bis zur Hälfte, versucht es, gebt nochmal alles, schafft es nicht. Das ist es, bis zur letzten Wiederholung gekommen zu sein. Das heißt, wenn die 6. noch funktioniert hat, die 7. aber nicht mehr, weil ihr da stehen bleibt, dann waren das 6 Wiederholungen. Es zählt aber nicht, dass ihr aufhört und theoretisch, wenn man euch die Pistole auf den Kopf gehalten hätte, wenn es um eure Familie oder um Reichtum oder sonst was oder den Weltfrieden gegangen wäre, dass ihr dann auf einmal doch noch eine geschafft hättet, dann waren das keine 6 Wiederholungen, sondern eigentlich 7 und ihr habt nur früher aufgehört. Wollen wir nicht. Wir gehen bis zum Ende. Und ja, wir gewöhnen uns auch daran, das machen wir von Anfang an. Hier seht ihr nun das Beispiel fürs Bankdrücken. Ich habe mich für Bankdrücken an einer Maschine entschieden. Wie schon zuvor gesagt, denn wenn wir erstmal an die Langhantel wollen oder schon im Freibereich trainieren, dann gibt es noch mehr Dinge zu beachten und ihr müsst erstmal eine Grundmuskulatur aufbauen. Wer das schon hat, wer schon mehrere Monate dabei ist, aber trotzdem mal dem Ganzen folgen möchte und den Trainingsplan machen möchte, kann natürlich, wenn er sich da sicher genug fühlt, auch das Ganze ersetzen, Bankdrücken im Freihantelbereich. Allerdings nicht Kurzhanteln statt Langhantel oder dergleichen. Ihr müsst euch schon grob an dieses Muster halten, das ich da vorgegeben habe. An dieser Stelle nur ganz kurz, ihr könnt mir natürlich auch gerne immer eine Direct Message schreiben und fragen, ob ihr so etwas ersetzen könnt oder was ihr machen sollt. Ich versuche möglichst allen immer zu antworten, kann dafür nicht garantieren, aber schaut einfach mal auf Instagram vorbei und dann habt ihr einen direkten Kontakt zu mir. Das hier ist die erste Übung, ich habe es euch aus mehreren Winkeln gezeigt. Dabei ist ganz wichtig, dass ihr die Ellbogen ein wenig unter den Schultern positioniert. Das seht ihr auch hier in den Beispielen, das heißt nicht auf Schulterhöhe, ein wenig darunter und diese Ellbogen dann vor euch herschiebt. Außerdem, dass ihr eure Schultern nach hinten und nach unten haltet. Hinten und unten und hier rausdrückt und nicht das Ganze nach vorne. Auch das seht ihr hier sehr gut beschrieben.
Schaut also wirklich bei allen Details, selbst wenn ich jetzt nicht immer auf alles eingehe, sonst wird das Video wieder ellenlang, wie ich diese Übung mache, und dann nach dieser Beschreibung könnt ihr das sehr gut im Studio fortführen. Als zweite Übung haben wir ebenfalls eine Brustübung, gehen jetzt zum Isolationsbereich über. Das sind Fliegen deiner Maschine. Da kann man relativ wenig falsch machen, denn so oder so kontrahiert damit recht gut die Brust. Aber auch hier Schultern nach unten und nach hinten halten und dann da rausdrücken. Hier könnt ihr gerne im obersten Punkt ein wenig die Position halten, nicht berühren die beiden Stangen. Aber ihr könnt sie gerne ein wenig halten. Das sollt ihr beim Bankdrücken nicht machen, weil da eine Entlastung stattfindet. Das haben wir hier aber nicht, aufgrund der Zugkräfte. Davon dann auch noch einige Sätze hinterher und dann ist euer Brusttraining abgeschlossen. Zur Erinnerung, ihr habt das ja bereits schon 3, 4 oder maximal 5 Tage später, weil wir einen Zweiersplit verfolgen und ihr mehrmals die Woche den Muskel trainiert. 2-mal im Höchstfall. Nun gehen wir zum nächsten Muskel über und jetzt müssen die Beine ran, weil die kleinen Muskeln, die schieben wir immer ganz nach hinten. Ganz wichtig, weil ihr jetzt viel mehr Konzentration und Energie noch braucht für diesen Muskel. Da fangen wir an mit dem Klassiker, die Beinpresse. Auch hier kann man relativ wenig falsch machen. Versucht, euer Kreuz gerade zu halten, stabil zu halten, bestenfalls auch noch ins Hohlkreuz zu gehen. Versucht dann eben eine gute Beinposition zu bekommen, mit der ihr euch auch wohlfühlt, und dann das Ganze drücken. Nie durchstrecken, das ist noch ganz wichtig, nie durchstrecken, sodass es einmal klack macht und das Knie unten einrastet, das wollen wir nicht. Vor allem, wenn ihr dann später mal viel mehr Gewicht benutzt. Bei der Maschine kommt man sehr schnell daran, dass ihr nach 1, 2, 3 Jahren vielleicht 150, 200, 250 Kilo drauf habt. Dann wollen wir nicht die Knie einrasten lassen, erst recht nicht in den letzten Wiederholungen. Also gewöhnt euch daran, die Knie kurz vor die Streckung zu bringen, aber nicht zu strecken, dann wieder zurück. Welche Tiefe ihr einnehmt, macht es mit euch aus. Dann müsst ihr mal schauen, ab wann eure Hüfte einklappt und ab wann nicht. Eine schöne Geste, ne? Und dann schafft ihr das schon. Ansonsten auch immer zu allem nochmal der Hinweis hier, einen Trainer nehmen. Ihr habt jetzt einen Trainingsplan, da lasst ihr euch nicht reinfunken, denn der ist richtig gut. Den habt ihr immerhin vom Gotti. Außerdem habt ihr auch grob die Übungen, die dann da drin sein sollen. Ihr könnt den Trainer aber natürlich fragen, ob er mal drüber schauen kann und korrigieren kann. Hoffentlich hat dann der Trainer Ahnung. Und dann machen wir noch den vorderen Teil der Beine. Warum nur noch den vorderen Teil und nicht isoliert den hinteren? Ich bin schon beim Trainingsplan darauf eingegangen. Hier nochmal ganz kurz. Der hintere gehört dann zum Pull-Training, weil man hier auch wieder ein Gewicht anzieht. Und wir müssen uns ja ein bisschen verteilen. Jetzt machen wir noch den Beinstrecker mit rein, trainieren das vorne und spätestens hier kann man so gut wie gar nichts mehr falsch machen. Beine gut durchstrecken, im obersten Punkt könnt ihr es gerne ein wenig halten, langsam zurück, nicht schnell zurück, nicht übermannen lassen, vor allem weil gerade dann das Knie gefährdet wird, wenn ihr nämlich hohes Gewicht drauf habt, schnell zurückgeht und das unten wieder auffangen müsst mit eurer Patellasehne, das wollen wir nicht. Also dann noch ein bisschen Beinstrecken hinterher und dann sind die Oberschenkel auch schon ready. Jetzt gehen wir über und trainieren nochmal die Schultern. Da haben wir Seitheben. Wir machen kein klassisches Schulterdrücken. Warum? Weil wir den vorderen Delta schon in den beiden Brustübungen drin hatten und damit der vordere Delta eigentlich schon ziemlich K.O. ist und K.O. sein sollte. Selbst wenn ihr die Schulter möglichst rauslasst, trotzdem ist sie stark beteiligt, die Schulter. Und das werdet ihr auch am Muskelkater am nächsten Tag merken. Sobald ihr hier vorne drauf drückt, ouch! Deswegen konzentrieren wir uns rein auf den mittleren Delta und machen dann noch 4 Sätze Seitheben. Auch dazu gibt es schon haufenweise Videos. Schaut mal oben rein auf meinem Kanal. Hier macht ihr noch 4 Sätze davon hinterher. Seht hier mal wieder aus 3 Winkeln, wie ich das Ganze gemacht habe. Und dann geht es auch schon über zum hinteren Teil des Arms, zum Trizeps. Auch der gehört zum Push-Training. Da machen wir die klassische Variante beim Seil, Seil drücken und haben dann auch noch den Trizeps drin. Und das war's. Das war unser Push-Tag. Jetzt kommen wir zum Pull-Tag, das heißt 1 bis 2 Tage später. Schaut nochmal in die Episode mit dem Trainingsplan rein. Werden wir den Pull-Tag machen und hier fangen wir natürlich an mit dem größten Muskel, den wir an diesem Tag haben, und das ist der Rücken. Wir machen einen klassischen richtigen Pull, indem wir Latissimus ziehen machen. Da könnt ihr auch wahlweise Klimmzüge machen. Das habe ich auch damals schon erwähnt. Wer allerdings nicht mehr als 8, 9 oder 10 Klimmzüge schafft, sollte zu einer Maschine übergehen, damit ihr in dem Wiederholungsbereich bleibt. Hier nehmen wir eine Latissimus-Zugmaschine, halten die Ellbogen vor dem Körper, nicht dahinter, ziehen erst recht nicht in den Nacken. Um Gottes Willen gibt es nicht diese Übung, sondern ziehen das nach vorne, unten ein wenig halten, langsam nach oben gehen. Immer ganz wichtig, dass langsamer nach oben gehen, dass es kontrolliertes nach oben gehen. Nach diesen Sätzen gehen wir zur nächsten Übung über und die bearbeitet den Rücken mehr als Gesamtes. Das hier ist die klassische Ruderübung. Auch hier an einer Maschine, wir wagen uns noch nicht an einen Kabel. Da müssen wir viel mehr auf unsere Körperposition achten. Jetzt haben wir einfach ein Polster davor, rudern.
So, jetzt sieht man auch mal ein bisschen mehr von mir und mein Kopf ist nicht mehr ganz so abgeschnitten. Das kommt davon, wenn man einfach nur die schlechtesten Mitarbeiter aller Zeiten hat. Wir waren beim Rudern. Hier haben wir ein Polster davor und können dann einfach uns darauf konzentrieren, zurückzurudern. Auch hier ganz wichtig, Schultern unten und nach hinten. Die Schultern gehen von vorne nach hinten. Die letzte Position, da sieht man eindeutig die Brust, die kommt raus und ihr kontrahiert hinten. Wieder ein bisschen halten, langsam zurück. Dann habt ihr eigentlich schon den Großteil der Übung gemeistert. Danach gehen wir dann über zu dem Teil, den wir bei den Beinen nicht isoliert mittrainiert haben. Das heißt, wir gehen an die Maschine und machen den Beinbizeps noch mit. Wer noch Muskelkater im Beinbizeps hat, das kann nämlich sein von der Beinpresse, der kann das an dieser Stelle natürlich auslassen. Und danach kommen wir zu einem eurer Favoriten sicherlich, dem Bizeps-Training. Wir machen noch 4 Sätze mit den SZ-Curls, auch hier wieder Schultern nach unten, nach hinten. Und der Oberarm bewegt sich nicht, nur der Unterarm. Ja. Der Ellbogen bleibt genau da, fixiert ihn, wo er sein soll, wo er von Anfang an in der Bewegung ist, wo er unten ist und dann geht ihr nach oben. Der geht nicht mal 1 Zentimeter nach vorne, überhaupt nicht. Die meisten machen es irgendwie, dass er dann nach vorne geht. Nein, wir wollen es nicht nach vorne. Ganz im Gegenteil, ihr könnt es sogar eher nach hinten ziehen, aber bleibt mit dem Oberarm gerade, zieht es nach oben, haltet es ein paar Sekunden langsam runter, immer das Gewicht kontrollieren und dann wieder von vorne. Recht einfach, aber sau effektiv. Und dann ganz zum Schluss noch ein wenig Bauchtraining. Das machen wir nicht am Pulltag, weil es etwa zu Pull gehört, sondern weil wir hier einfach noch ein bisschen mehr Platz haben und der Pushtag schon so viele Übungen drin hatte. Und dann seid ihr auch schon am Ende mit eurem ersten Trainingsplan. Ihr könnt jetzt also lossausen. Guckt euch die Videos nochmal ganz genau an. Schaut nochmal in die Infobox, schaut euch andere Videos dazu an. Und danke für die Nachricht. Schaut natürlich, dass ihr vielleicht einen Trainer mal drüber schauen lasst im Studio. Und dann hoffentlich hat er Ahnung und kann euch ein bisschen was dazu sagen. Das war's auch schon wieder von dieser Episode. Jetzt sind wir ein bisschen praktischer geworden und in Zukunft kommen auch noch weitere praktische Tipps, damit ihr euer Training so gut es geht jetzt starten könnt. Wem das Ganze gefallen hat, lässt mir natürlich ganz gerne ein Like da und abonniert das Ganze mit der Glocke, wie sich das gehört, damit ihr auch keine Episode verpasst. Damit bin ich wieder raus. Bis bald. Macht's gut. Euer Gotti.